So, jetzt lecker gegessen. Jetzt geht der Aufgabenmarathon los. Also, wir machen jetzt erstmal die Aufgabe fertiger Ziele, eine Eliminierung mit einer Schrotflinte, einem Sturmgewehr und einer Maschinenpistole. Dazu gehe ich in Gruppenkeile. Wie gesagt, ihr müsst das nicht in einer Runde machen, sondern einfach ganz normal. Ihr könnt auch erst 5 Runden später mit dem Sturmgewehr und 20 Runden später mit der Maschinenpistole und dann mit der Schrotflinte nochmal 50 Spiele später. Also ihr müsst das nicht in einer Runde machen. Ich mache das deshalb jetzt in Gruppenkeile, weil es einfach einfacher ist. Eine Dingspistole finde ich sowieso direkt eine Maschinenpistole, das ist nämlich die noch fehlt. Und ja, ist halt einfach das Einfachste. Holt euch einfach die 3 Waffen mit, macht jeweils einen Kill mit der Waffe und schon habt ihr die Aufgabe fertig. Dann einfach rausjoinen und Aufgabe ist erledigt. So, dann erstmal jetzt danke für die ganzen neuen Abonnenten, die dabei kamen. Und wie gesagt, es fehlen jetzt noch 2 Abonnenten, dann haben wir die 110. Was bedeutet dann, die 11. Zahl kommt unten hinzu. Aber ich werde ja, wie gesagt, in jedem Video irgendwann mitten im Video oder am Ende oder am Anfang die nächste Zahl schon verraten, bevor wir die Abonnentenzahl erreichen. Falls du neu auf dem Kanal bist, einfach unten in der Videobeschreibung, da habe ich mich einmal vorgestellt und dann erkläre ich auch das Gewinnspiel, wie das genau abläuft, wie du den Code eingeben musst und wo du den Code ausprobieren kannst. So, das war das. So, jetzt zur Aufgabe im Prinzip. Einfach landen irgendwo, Maschinenpistole suchen und easy den Kill machen und schon haben wir die nächste Aufgabe fertig. So, dann habe ich schon gesehen, gibt es eine Aufgabe im Tanzen. Da muss ich gleich mal dran denken, wenn ich die Aufgabe mache, dass ich mir das auch in den Dings hole. In den normalen Ablauf. Ach Gott. Zone ist ja hier richtig kacke. Eigentlich war ich in Gruppen. Das habt ihr nicht gesehen. So, dann mal schnell Loot. Also ich probiere es jetzt einfach mal so zu zeigen, wie es wäre, wenn wir die Aufgabe noch gar nicht angefangen hätten. Aber ich denke mal, eigentlich müsste die Aufgabe selbsterklärend sein, aber ich sehe ja auch an der Klickzahl mit dem, sag schon, mit dem Scharfschützengewehr, dass die Aufgaben nicht klar und deutlich definiert sind, weil es immer noch Leute gibt, die halt sich die Videos angucken. Also deshalb erkläre ich immer alles ziemlich ausführlich. Und falls es einer halt nicht so ganz verstanden hat oder neu angefangen hat, kann ja auch sein. Deshalb kommt immer die Erklärung. So. Ja, mit Blue Life brauchen wir hier ganz viel zu machen, weil Zone sehr weit weg. Ich hole mal trotzdem genug Mats mit, aber waffentechnisch sieht es hier gerade ganz bescheiden aus. Mal hochgucken. Ja, das ist ja jetzt kein Scherz, oder? Dreimal dieselbe Waffe. Habe ich noch nie gesehen, aber das. Ich habe eigentlich gedacht, wir finden schnell alle Waffen. Die brauche ich nicht. Wo ist denn die Kiste? Ist sie da oben? Oder hört sich die wieder vom Nachbargebäude so an? Ja, irgendwo da war sie, aber ich gucke jetzt einfach nach der Maschinenpistole. Man merkt, dass ich hier nie lande, ey. So nah. Ach, da. Och, Leute. Weder eine Pump gefunden, noch eine MP. Ich glaube, da hinten war unten eine. Ah, ich dachte gerade, hier ist ein Gegner, aber es ist ein Friend. Gibt es hier nur 2 Waffen?
Wenigstens haben wir die schon mal. Obwohl, warte mal. So, eine Pump wäre jetzt mal nicht schlecht. Gucken, ob auf dem Schiff was ist. Hä? Ach, hier unten kriegst du noch einen. Ja, die zählt, glaube ich, nicht. Ich will sie auch jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Nur noch eine Pump, eine Pump, eine Pump. Dankeschön. So kann man es natürlich auch machen. So, ich baue mich jetzt erstmal so hoch wie es geht. Und dann werden wir ja hoffentlich mal endlich die Aufgaben fertig haben. Vor allem, ich hatte schon Angst, dass ich bei den normalen Tagesaufgaben die Aufgaben schon aus Versehen fertig mache. Weil ich will halt wirklich jede Aufgabe hintereinander machen und nicht euch sagen, ja, ihr müsst das und das machen. Sondern euch auch wirklich zeigen, wie ich den Erfolg quasi hole. Bin ich mal bald oben. Ich habe ganz darauf geachtet, wie viel Metz ich hatte. Irgendwann das Ende. Komm. Komm. Noch höher. Wolf bei mir. Boah, noch hinter Retail. Ich werde aber mitten in Retail damit, glaube ich. Vor allem, ich fliege genauso schnell wie die Zone. Ein Stück schneller. Da ist noch ein Gegner, der rummeiert. Ja, doch, sollte eigentlich passen, nehme ich mal an. Ich jetzt auf dem Roboter quasi lande, kriege ich nach. Er stellt sich auf den Baum. Kaum Gegner da, fängt es leicht an zu laggen oder auch schwer. Aber besser er ist tot als ich. So. Sieht der Gegner? Das ist doch gar keiner. Ah. Wo war er? Da hinten? Den hab ich ja überhaupt nicht im Schirm. Macht denn hier noch Auge? Abstauber, ich liebe das. Ey. Wenn ich das selber mache, ist es okay, aber wenn ich einen Gegner mache. So, jetzt muss ich mal langsam mal mit meiner MP den Abschluss machen, nicht, dass hier noch auf einmal doch was schief geht. Ich brauche eigentlich mal Metze. Metz, Metz, Metz. Jetzt mal 50 Leben dazu holen. Nein! Kann mich überhaupt nicht verteidigen. So, das war der erste.
Jo. Ja, ich weiß, das ist auch eine Aufgabe. Sind da Gegner? Ja, einer. Sein. Anstrengend, hohe 8 hier. Ich werde hier wohl meinen Abschluss mit der MP hinkriegen, ey. Och, Mann. Aha. Also, das war der erste mit der MP. Ach, mit der Schrotflinte haben wir ja schon. Eigentlich wollte ich nur nachladen. Dankeschön. Ich werde nur einen im Sturmgewehr machen, nur um euch zu zeigen, dass alle drei machbar sind. Ich wollte gerade umswitchen auf die Pump. Gott, ey, es läuft ja richtig beschissen hier die Runde. Ja, aber die ganzen Pros in Anführungszeichen sind natürlich auch ihre Aufgaben am Machen. Ist doch einer da reingeschrieben? Ja, mit Schrot habe ich auch gemacht. Also der Kill war auch mit Schrot. Das hat also doch gezählt. Ach ne, ich muss ja noch mit Dings im Sturmgewehr. Sobald man versucht, mit irgendwas bestimmten, was er ihn zu töten klappt, gefühlt nichts. Das ist ja nur 20 HP. Oh, nicht lecken. Aha. So, jetzt haben wir auch mit allem einen Kill gemacht. Ich sehe gar nicht, wo der ist. Tja, der hat mir meine Ehre mal komplett genommen. Ich hab da einen gesehen. Ist denn hier noch einer? Ist hier aber wirklich keiner rumlaufen. Also wie gesagt, mit jeder Waffe jeweils einen Kill machen, egal in welcher Runde. Ich denke mal, es sollte eigentlich easy machbar sein. Machen wir die Runde noch ein bisschen zu Ende. Ich sehe hier keinen einzigen Gegner. Na, Gegner ist voll geholt. Erst 4 Kills ist schon ein bisschen mau.
ich da gerade gelandet? Hör auf zu laggen. Du bist es. Stellt sich auf die Seite vom Berg und killt ab. Vollasi, ey. Und dann, yeah, ich habe einen Roboter-Kills gemacht. Gefühlt haben da 3, 4 Schüsse mindestens gesessen. Das war auch meine Mission. Jo, klaut mir alle die Kills. Vor allem hier sind auch alle verstreut, ey. Ja. Was ist denn? Das habt ihr nicht gesehen. Man kann an dieser Scheißfalle auf der. Ich höre aber sie keinen. Ha, da war der, der mich eben auf der Falle weggeholt hat. Kann man wieder. Ne, war ein anderer. So, der Gegner muss nur noch 5 Kills machen, dann ist die Sache hier eh gegessen. Aber wie viele jetzt? Ja, keine Maps. Ah, den Headshot haben. Ah, der erste hat schon nicht gesessen. So, wie viele EP gab's? Ah, 600 für die Niederlage. So, ich hoffe. Hallo. So. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wie gesagt, einmal ein Sturmgewehrkill, einmal ein Schrotflintenkill und einmal ein MP-Kill. Egal in welcher Runde, ob in einer Runde, in 20 Runden, auf jeden Fall jeweils mit einer Waffe mal einen Kill machen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.